Change is our constant. Wenn sich unsere Welt exponentiell schnell verändert, dann ist unsere Fähigkeit, auf diesen Wandel zu reagieren, der stärkste Prädiktor für Erfolg. Es ist nicht die stärkste Spezies, die überlebt. Es ist diejenige, die am ehesten bereit ist, sich zu verändern. Und das misst der AQ. Sein Verstand hat ihn gezwungen, sich immer wieder neu anzupassen und offen zu sein für neue Dinge. Er forscht sehr viel. Er forscht zum Thema Neugier, zum Thema Zukunftsmut. Herzlich willkommen, Dr. Carl Norton. Handeln statt hadern. Dank adaptiver Intelligenz. Menschen neigen erstaunlich wenig zur Nutzung ihres Verstandes, wenn man sie lässt. Unser Ziel ist es, diese fehlende Silbe im Kopf zu ergänzen und sie auch im Kopf zu behalten. Und da haben wir die ersten Rückmeldungen, Kathmandu und Zebra. Und das ergibt zusammen, welches Wort das Wort heißt. Da ist es, Katze. Wunderbar, es kommt rein. Ich sage, wir brauchen heute mehr AQ als IQ. Der AQ ist der IQ des 21. Jahrhunderts. Wir brauchen ihn alle. Er hilft uns, mit dem Neuen fertig zu werden und zu entlernen. Leben Sie heiter, denken Sie weiter.